Fußball forever. Nicht schon wieder diese Zicken. Willst du wieder den Ball nachlaufen, Mia? Das wäre ein echt guter Spruch, Amy. Amy, Bella, hab mir nicht was Besseres zu tun, als mich zu nerven? Oh Mann! Alle mal herhören, morgen kommt Laura Amhof, die berühmte Fußballspielerin. Sie hält Ausschau nach einem neuen Talent. Gebt also euer Bestes. Gib dir gar keine Mühe, Mia. Sie wird dich eh nicht wählen. Ich werde bestimmt nicht gut genug sein. Laura Amhof ist hier. Mia, du schaffst das. Du bist eine der Besten hier. Aua! Dieses Foul war Absicht! Ihr seid alle Talent. Ich habe mich aber entscheiden. Und meine Wahl ist auf Mia gefallen. Sie spielt super und vor allem fair. OMG, OMG, OMG! Vielleicht kann ich ja doch mehr, als ich gedacht habe. Ich werde das gleich Papa erzählen. Mia, wo bleibt sie denn? Wir haben zu viel schmutziges Geschirr. Mama Mia, was wollt ihr hier? Wir wollen ihnen nur helfen. Ihre ach so liebe Tochter wurde von einem sehr teuren Fußballclub ausgewählt. Außerdem wird sie dort wahrscheinlich viel zu sehr verwöhnt. Dann kann sie ihnen gar nicht mehr hier in der Pizzeria helfen. Wenn ich sie wäre, würde ich Mia nicht gehen lassen. Danke für eure Aufmerksamkeit, aber das geht euch nichts an. Und jetzt verschwindet, es sei denn, ihr wollt Pizza. Papa, Papa, ich darf in einen Profifußballclub. Ist das nicht toll? Es tut mir leid, Kleine, aber es ist zu teuer. Und ich brauche deine Hilfe in der Pizzeria. Einmal bitte ich dich um etwas, dann ist es zu teuer. Vielen Dank auch. Mia, warte doch. Die Welt ist so ungerecht. Ich gehe trotzdem zum Fußballturnier. Ich hau einfach ab. Mia, oh nein! Ich fühle mich so schlecht, aber ich musste es tun. Da bist du endlich. Spiel fängt gerade an. Zieh dich ganz schnell um. Das Spiel ist bald zu Ende. Es steht immer noch unentschieden. Es tut mir leid, Frau Amhof, aber ich kann die Spielgebühren für Mia nicht bezahlen. Sie müssen Mia vom Feld nehmen. Ich verstehe sie nicht. Mia ist so ein Talent. Sie muss gar nicht zahlen. Unser Verein übernimmt Kosten. Also stimmt das gar nicht, was Amy und Bella gesagt haben? Und Mia Denso trifft das 1:0 für ihre Mannschaft. Papa, was machst du hier? Es tut mir leid, dass ich dir verbieten wollte zu spielen. Ich habe mit Frau Amhof gesprochen. Es kostet nichts. Du darfst in den Verein gehen. Was macht ihr hier? Mia, du spielst echt gut. Eigentlich war das auch ein großes Missverständnis. Wir sind doch deine Freundinnen. Deswegen können wir alle zusammen in einen Verein. Ich bin sicher nicht mit euch befreundet. Und ich will auf gar keinen Fall mit euch in einem Verein sein. Ich suche mir hier neue Freundinnen, die sich freuen, wenn ich gut bin. Geschrieben und gesprochen von Ela Peter, Noemi Klaus und Sassi Gold.